Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die neue Version vom Giftcast to Friends Glitch zeigen. Ja, die meisten werden den schon kennen. Der Glitch, der hat vor 2 Wochen schon mal funktioniert. Ja, was braucht ihr dafür? Auf jeden Fall müsst ihr euch davon dafür schon mal nicht verglitschen. Ihr braucht auf jeden Fall eine MOC. Ja, in der MOC muss dann das Auto drin sein, was ihr nicht mehr benötigt, oder halt einen kostenlosen LG und dann halt einfach noch das Auto von eurem Freund, was ihr euch ziehen wollt. Und ja, wenn ihr soweit alles vorbereitet habt, können wir auch schon direkt losstarten. Ja, dann steckt einfach mal mit eurem Freund in euer Auto ein. Euer Freund geht dann einmal ins Pausenmenü. Sie stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr den Fahrzeugzugang auf Beifahrer eingestellt habt. So ist dann der Freund im Pausenmenü, könnt ihr hinter eure MOC fahren. Drückt der Steuerkreuz nach rechts, wenn der Freund ausgestiegen ist, dann steigt er ganz einfach wieder ein und geht dann einmal in die Franklin-Meldung rein. So, dann fahren wir ein paar Meter nach hinten, dann steigen wir aus. Unser Freund muss dann im Auto drin sitzen bleiben. Wir gehen dann auch einmal ganz kurz in die Franklin-Meldung, verlassen diese, laufen einmal hinten zur MOC, drücken dann auf Eintreten mit nahen Freunden und Crew. So, in diesem Blackscreen holen wir jetzt noch einmal die Franklin-Meldung, können dann direkt wieder die Fülle verlassen, laufen dann zu diesem Auto, was wir uns ziehen wollen. Einfach einsteigen und dann fahren wir jetzt einfach so lange rum, bis wir den Blackscreen bekommen. So, Black Screen ist da, wunderbar. Und ihr seht, wir sind jetzt mit dem Auto in unserer MOC drin. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt können wir einfach mit dem Auto aus der MOC rausfahren, müssen wir aber nicht unbedingt machen. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.